Scavengers Liste. Hallo, 57. Was sagt uns diese Zahl? Natürlich nichts. Scavengers Liste. Gestern, die hab ich eben erst hochgeladen. Die kommt ein bisschen spät, weil es gab so ein paar medizinische Zwischenfälle mit meiner Frau und so. Aber ja, es ist trotzdem da. Und genau. Ich sag gerade noch Hallo zu, abgesehen von den Leuten hier im Chat, zu Glonia und Ravenger, ist auch der Lake Heaven am Lurken. Genau. Ja, also hier auch, ne, schönen Gruß in den Lurk. Und wir fangen gleich mal an. Das erste, das war das Japanisch-Lernspiel, was wir gestern auch schon hatten. Und weiter geht's. Okay. Primitive Society Simulator. Ja. Langsamer sicher kann ich diese Art Grafik nicht mehr sehen. In diesem Spiel bist du der Anführer eines alten Stammes und führst dein Volk an, die Natur zu erkunden, zu jagen und Landwirtschaft zu betreiben. Wenn Kultur und Situation gedeihen, werden sie eine Stammesallianz gründen, eine Gemeinschaft mit der gemeinsamen Zukunft der Stämme. Ja klar, ich weiß Bescheid, Zyklonia. Ich hab schon damit gerechnet, es gibt Final Fantasy und du siehst, wirst mich eh nur scheitern sehen und da brauchst du mich nicht auch noch scheitern zu hören. Gut, so, wir gucken mal. Achso, erstmal kostet 16,64, es ist brandneu, Deutsch ist dabei. Gucken wir doch mal ganz kurz, YSH Games machen ansonsten nichts. Warum gucke ich immer nur bei denen? Egal, wir gucken. Habe ich noch nie gesehen. Och komm. Jetzt wirklich, die ganz alten Kamellen ist jetzt gut. Die Hütte mit dem Herz drüber. Und Stammbäume. Tiere. Boah, das ist so... Random, nicht random, das ist so übertragbar. Ein bisschen Siedler, ein bisschen weiß Gott was. Ist ganz okay, aber... Okay, so diese Mehrfachfestung ist schon nicht schlecht. Aber... Kriegsmammuts? Gab es Kriegsmammuts? Hat das geklappt? Konnte man die schon zähmen? Ich glaube, hätte man die zähmen können, hätten die überlebt. Oder sehe ich das falsch? Weiß es nicht. Sieht gut gemacht aus, reißt mich aber nicht vom Hocker. Weiter. Empyrion. Ach, das ist das. Ach, das ist. Nee. Steam Loyalist Item Pack. Ein DLC. Was ist denn da drin? Ist das jetzt wirklich Cosmetics? Okay, also Grim Dawn ist wohl eins der besten Hack-and-Slash-Spiele, aber trotzdem. Naja, haben wir da... Ne, wir haben nicht mal einen Trailer. Ja gut, DLCs müssen wir jetzt nicht so viel aufheben machen. Dice Fork. Good Shepherd kenne ich. Die machen Spiele, die ja, gut scheppern. Aha. Da habe ich auch, ja, World of Water, Hard Reset, genau, Phantom Doctrine, Eternal Cylinder, ja, habe ich einiges und einiges auch gespielt.
Black Future 88. Ne, das ist nicht das, was ich dachte. Ne, das ist ein anderes. Gut, weil das war gemein. Zombie Night Terror ist eigentlich sehr geil. Ja. Haben wir das angespielt? Also ich habe es auf jeden Fall beim Aldemar gesehen. Der hat es auch durchgekriegt. Naja, egal. So, dann schauen wir mal, was hier gut scheppert. Befähige dich, magischer Würfel, baue ein Team aus mächtigen Chimären auf, um die geheimnisvolle böse Macht in diesem taktischen Roguelite-Abenteuer zu stoppen. Gut, Genre ist schwierig, ne? Als Chimärenbeschwörerin rekrutierst du mütige Bestien ins perfekte Team und führst es mit einer einzigartigen Würfelmechanik zum Sieg. Ja gut, Moment. Das haben wir doch nachher auch, ne? Besondere Bestia beschwören und dann immer legendär zu gewinnen. Machen wir grundsätzlich so. Ich rede hier von Final Fantasy X, was ich danach noch spielen muss, werde. So, was kostet's? 14,79 Euro. Da an Sprachen alles, was man braucht. Im Gegensatz. Ja, was sollen denn die Würfel? Ich meine, ich weiß, was die Würfel sollen. Ich war lange Zeit Paper and Pen Rollenspieler, trotzdem. Irgendwo auch wieder ein bisschen Pokémon drin. Gut, die Würfel so einzubinden, ist zwar halbwegs neu. Aber trotzdem, es ist ein Kreaturensammler. Ja, da ist es doch, zack. Ja, du. Vielleicht ordentlich, aber. Ah. 9-Bit Armies, a bit too far. Auf Hilfe. Alles irgendwie trocken. Boom. Puh, ja, Militär. 9-Bit-Armies? Es gibt doch 8-Bit-Armies, oder? Entfessle die Voxelkrieg in 9-Bit-Armies. A bit too far. Führe dein modernes Militär, baue Stützpunkte, schaffe Einheiten frei, schalte Einheiten frei und greife in einem umfassenden Krieg an. Ja, kann okay sein. Einzelspieler und so weiter. Deutsch, Englisch, jawohl. Und kostet 1755 von Petroglyph. Das kenne ich doch. Empire at War. Okay, gut. Ja, die haben schon Größeres. Oh, gut. Die haben einiges gemacht. 8-Bit Hordes. 8-Bit Armies habe ich auch schon. Mytheon habe ich auch schon. Okay. Ja, gut. Die können das wohl ein bisschen. Dann legen wir mal los. Ist okay. Fail. Fail. Soll das Humor sein oder ist es einfach nur zart? Win. Achso, 9-Bit, a bit too far. Lunch. Es soll Humor sein. Ja, du, vielleicht, ne? Ja, wenn man sowas mag. Immerhin sowohl als auch, nicht nur VR. 70 Euro von EA und Codemasters, ja super. Jo, da sind wir wieder voll in unserem Element. Und es gibt ernsthaft keinen Trailer. Du bringst ein Spiel raus für 69,99 Euro und hast einerseits keinen Trailer, andererseits Käufe im Spiel. Ja. Tut mir leid, liebe EA, ne? Ich meine, euer Ruf ist nicht der beste. Und das hier passt wieder. Vor allem die Bilder, ne? Ein bisschen rot und lila, sonst nichts. Toll, weiter.
Das ist der Revenger, sagt schon gar nichts mehr, ne? God Against Machines Demo. Demo runterladen kann man ja. Roguelite, Shoot'em'up, Action, Exercise, Strategie. Ja, hallo? Das wird heute ein bisschen eintönig in einem Genre, das nicht so meins ist. Was kostet es? 8,77. Wir schauen. Das da sieht erstmal nach ganz kurz nach Dingens aus. Nach Dyson Sphere. Ja, genau, fällt einem nichts mehr ein. Das sind so Spiele, ich muss ihn jetzt schon wieder erwähnen, die schaue ich mir beim Alde mal ganz gerne an, wenn er sowas spielt. Aber ich selbst spiele das nicht. Das ist doch kein Shoot'em'up. Du bist ja nicht der Ballerer. Und es ist ab 6 wegen Fantasiegewalt. Das ist so geil. Und der Pöller ist wieder ein bisschen laut. Wahrscheinlich auch wieder ganz gut gemacht. Silver Eye Studios. Gut, in den Trailer werden wir nicht mehr viel Neues sehen, weil es ist ungefähr klar, worum es geht. Aber ich guck mal, was Silver Eye Studios so machen. Oh gut. Ich habe nichts von denen. Es sind im Prinzip auch nur, na gut, 3 Spiele. Fragment of a Mind, God Against Machines und Cubispace. Und das ist kostenlos. Das Cubiscape, nicht Space. Es ist immer schon wieder abgelenkt. So, okay. Nee, ja, nee. Gut. Pioneers of Pagonia hatte ich die ganze Zeit auf der Wunschliste, weil ich es unterstützen möchte, weil es dann doch wieder das eigentliche Siedler sein soll. Es wohl auch ist und auch Spaß macht, aber auch wieder nicht mein Genre ist. Deswegen, ich habe es zur Unterstützung ganz lange auf der Wunschliste gehabt, aber gestern tatsächlich runtergenommen, weil ich weiß, ich werde es nicht spielen, weil ich auch Siedler immer nur so halbherzig gespielt habe. Aber ja, es ist vom Erfinder von Siedler. Der hat, war auch bei Gronkh live im Stream, ich glaube, der war sogar zugeschaltet, richtig, hat geholfen. Und es scheint wirklich das zu sein, was versprochen wurde. Und ich sage, wenn ihr Siedler mögt und wirklich sagt, ist gut, wenn man Zeit für ein neues, richtiges Siedler und nicht das, was da momentan als Siedler rauskommt, dann ist das wohl euer Spiel. Ich glaube, so kann man das sagen. Kostet 30 Euro. Ist für so ein AAA-Ding ganz gut. Es gibt auch nur Oberfläche und da ist Deutsch natürlich dabei, weil es ist ja ein deutscher Entwickler. Irgendwo müssen unsere Leute ja stecken. Ja. Deswegen, ich lasse den Trailer auf jeden Fall ganz durchlaufen. Stellen wir uns den Gefahren, die auf uns lauern. In welcher Gestalt auch immer. Also im Prinzip ist damit Siedler nochmal zurück. Denn wir sind hier, um anzukommen und gemeinsam zu wachsen. Und Pagonia zu einem prächtigen Zuhause für uns alle zu machen. An die Werkzeuge, Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun. Ja. Also Siedler 1 war damals so noch auf dem Amiga die absolute Offenbarung. Da brauchte man Speichererweiterungen und so, damit es richtig gelaufen ist. Je weniger Speicher man hatte, umso weniger Geräuscheffekte waren da. Und erst mit dem vollen Ausbau hast du das Vogelzwitschern gehabt. Das waren Zeiten, ja. Tja. Da war ich gerade so volljährig, ne? Muss also Wochen her sein. So, wie sieht denn das aus? Das sieht so aus, als hätte ich hier nur so ganz kleine Augenbrauen und. Naja, lassen wir es sein. Die Kamera ist nicht gut zu mir. Puh, wenn man da an mein Rammstein-Video denkt, das ich mal gemacht habe zu dem Skandal, ist jetzt das Rockstar Life Simulator von Hugo Games okay.
Umfassende Promi-Simulationsspiel. Beginnen Sie als Straßengitarrist, gründen Sie eine Band, schützen Sie Ruhm, Geld und Charisma durch kluge Entscheidungen und werden Sie ein Weltstar. Gut. Grundsätzlich interessant. Der Revenger wünscht sich das schon. Kostet 10 Euro. Im Moment ist also runtergesetzt und auch ganz neu. Let's have a look. Aha. Und dann noch das, ja. Es fängt natürlich schon gleich mit diesem Groupie-Ding an. Aha, genau. Sex und Gewalt. War das gerade eine etwas dickere Version von Foo Fighters, wie heißt der Mann? Beziehungsweise Nirvana. Ich vergesse es immer wieder. Ja, und sie ist jetzt schon angepisst, weil du betrunken bist. Und ja. Puh. Schlechte Zeit für sowas. Mal gucken, was Hugo Games sonst noch machen. Nichts. Gut, man kann den Prolog spielen, machen wir aber jetzt auch mal nicht. So. Feed the Cups. Roguelike Light Multiplayer Online Cooperative Game. Käufe im Spiel nicht gut. Run a Drink Shop, stocking up, preparing ingredients, taking orders, crafting drinks, cleaning up and checking equipment, join your friends together. Äußerst positiv, aha. Von Vampire Games und von Indie Arc. Indie Arc kenne ich doch, oder? Ja gut, Backpack Battles, klar. Dann, die können Suchtspiele. Die können gute Suchtspiele. Ansonsten kenne ich von denen aber doch Pile Up, das haben wir gespielt lange. Das hat irgendwie Spaß gemacht. Aber irgendwie auch nicht, ne? Terraformers. Alina. Ja. Tin Can. Oh ja, das haben wir angespielt. Das war jetzt nicht so. Smart Factory Tycoon ging auch so. Us Lila. Das Rennspiel von EA eben. Der war witzig, ja? So, okay. Ja, also der Publisher kann was. Vampire Games haben nur das, aber sind ja ausgewählt worden. Gut. Haben wir Preis schon gesagt? 15,79 und Deutsch ist nicht unterstützt, sondern nur Englisch und Chinesisch. Chinesisch. So, ich trinke mal einen Schluck. Bin ein bisschen ausgetrocknet hier. Ja, sowas kann sehr witzig sein. Das ist von ziemlich vielen Leuten als äußerst positiv. Ja. Gibt es eine Demo? Demo gibt es auch. Und du bist halt ein Bär. Und durch diesen seltsamen Kopfhörer sieht es immer wieder so aus, als hätte der irgendwie so seltsame Roboteraugen, wenn er sich zur Seite dreht. Alles klar, du wirst bei jedem Durchgang sowieso besser. Okay, oh, da ist er hingefallen. Oh, ich habe was vergessen. Wir müssen ja gleich noch was gucken. Ne? Es ist Mittwoch, ich habe ja total kein Zeitgefühl mehr. Wie lange noch geht. Aber sind Cups nicht auch das Wort für Bärenjunge und für Becher? Mal. Muss ich ganz kurz mal gucken. Cups.
Nein. Deutsch. Tassen, aber nicht nur Tassen. Ich suche einfach mal nach. Bärenjunges Englisch. Cup. Bär, Cup. Okay. Ah, stimmt. Ja, richtig. Mit B. Gut. Aber ich habe das Gefühl, sie meint es trotzdem so, oder? Ich gucke. So, egal. Zack. Kann witzig sein, ja. So, aber nichts für meine Wunschliste. Weil die wollte ich eher so ein bisschen kleiner halten. Nur noch zur Unterstützung der Sachen, die ich wirklich haben will. The Lost Legends of Redwall, The Scout Anthology. 24,50 €. Relativ neu. Komplexe Handlung, 3D-Plattformer, Plattformer. Englisch ist komplett unterstützt, Deutsch aber mit Oberfläche und Untertitel. Dann, was ist es? Wir schauen. Es ist leise. Okay, Brian Jacks. Ja, das sind Bücher. Liam and Sophia plan to wed. In this together. Über Doom wurden gar keine vicious Bücher sea verkauft. rat attacked. Trotzdem Top-Spiel. Okay, gut, Don't let him get to the rafters. Where did the rats come from? We've got to get everyone out of here. Now. You better run, you nasty little mouselings. Okay, ja, long sowas and ist schön. treacherous journey. But hope shines brightest in the darkest of places. Fortride Entertainment sagt mir aber auch was. And the scouts finally take a stand against the savage Ja, invade. sowas geht immer. Und so leise war der Trailer gar With nicht. new friends. And old foes. Sieht gut gemacht aus, sieht sehr spielbar aus und irgendwie. Nicht, dass es ganz neu wäre, aber da stört mal gar nichts. Das ist, ja, sieht aus wie ein solides Spiel, wo man nicht gleich sagt, wieso denn schon wieder sowas? Okay. Das war ein seltsames Wiesel. In the lost dimensions of Redwall, the Scout. Lassen wir gelten. Gut. Achso, ich wollte hier Fortride die machen. Irgendwas, was ich kenne? Nein, aber. Irgendwie scheint aber das Entwicklerstudio ganz andere Sache zu machen, oder? Also es sind alles Redwall und G-Prime. A gravity-cripping, steampunk-styled, moody, beautiful, slingshot-simulating Puzzle-Pleaser. Gott. Warum habe ich das? For over 30 years, we watched it approach. Community pined for the ring. An old dream stirred, the colonization of Bast, our companion in the night sky. Zeig mir doch bitte irgendwas. Client protocols override at manufacturer direction. Ach, ja, Steampunk, nicht Cyberpunk. Ich war gerade überrascht. Steampunk passt dann schon. So ein bisschen Seefahrt. Those were good years. When space was just Egal, um das Spiel geht's ja gar nicht. Gut, dann kommen wir jetzt noch zu dem vorletzten. Promenade. Holy Cap. Fast mein Humor. Naja, gut. Go on an adventure in a world packed with secrets, helped by your friends, a
pulp with many abilities, was auch immer das ist. Explore, solve puzzles, wander across dungeons, blast through irgendwas. So, Einzelspieler, Demo gibt's auch, 1755 und alle Sprachen voll unterstützt, ja, wollo. Gucken wir mal, was Holy Cap sonst noch gemacht haben. Mhm, das dachte ich mir beinahe. Und wir legen los. Ach gut, ja. Der kleine Maulwurf. Ui. Der kleine Maulwurf, der alte Tscheche. Als ich den kleinen Maulwurf geguckt habe, da war es auch ein Tschechoslowake. Die es wissen und die es nicht wissen. Ich weiß gar nicht, wann ist denn die Tschechoslowakei und die aufgeteilt worden, die Tschechei und die Slowakei. Gucken wir jetzt nicht nach. Ja, süß, ne? Rätsel. Relativ gut gemacht. Ja, muss sagen, steht jetzt nicht auf der großen Wunschliste, aber scheint auch solide gemacht zu sein. Und die deutsche Sprachausgabe ist wohl deswegen vorhanden, weil es nicht gesprochen wird. Ne? Gut. So, dann doch mal das erste von der nächsten Liste, weil das erste von dieser Liste haben wir ja nicht gemacht, weil das ja schon da war. Dark Forces Remastered. Was, die wollen da für fucking 26,09 €? Die wollen da für 26,09 €? Und das ist deswegen so erstaunlich, weil du kostenlos, wenn du Dark Forces hast, und das hat man ja, es gibt da eine extra Engine, die haben das komplett umgeschrieben und haben kostenlos dann hast du die Möglichkeit mit den Maps das Spiel komplett neu zu spielen. Aber trotzdem, dass die Sachen neu dass gute Spiele neu aufgelegt werden, ist eigentlich okay. So. Dann gucken wir aber 26,09 €. Boah. Ja, Deutscher Tod ist auch nicht schlecht, ja. Gab's das damals auch schon? Egal. What I unveil today will mark a new era for the Empire. We will be able to decimate the rebels just as we did the Jedi. Naja. The Emperor will be most. Das kann man jetzt schon spielen, genau. Continue with your project. Those sounds you heard, we believe, come from that weapon. A new type of stormtrooper. The dark. Also die Zwischensequenzen, da lohnt sich's bestimmt, aber. Stormtrooper that can take out a rebel base that quickly. Das gibt's genau so schon, kostenlos zum Download, wenn man nur das Originalspiel hat. Ich hab's sogar installiert, glaube ich. Ich habe es wieder deinstalliert, nachdem ich ein paar Level gespielt habe. Beziehungsweise ich habe es mir... Jetzt kommt er schon wieder, also ist heute Zufall. Bei dem Aldemar habe ich mir das angeguckt. Okay. Finde den Preis relativ happig. Dafür, dass es das alles im Prinzip schon gab und nur die Cutscenes gemacht wurden. Ich guck mal gerade, hab ich das? Mach mal kurz den Bildschirm aus, weil damit nicht so viel zu sehen ist. Von meinem privaten Zeugs. Ach, so sehe ich es ja auch nicht. Warte mal. Ich weiß auch nicht mehr, wie es hieß. Aber ich habe hier noch nicht so viele Apps drauf. Ich kann mal ganz kurz gucken. Oder habe ich es deinstalliert? Kann ich euch sogar sagen, wie es heißt. Wenn sie es noch haben, es kann auch sein, dass sie es jetzt runternehmen müssen, weil es jetzt nochmal ein Re-Release gibt. Nee, ich hab's irgendwie nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, wie es geht, aber ja.
Gut. Komm, einen Eintrag machen wir noch. Ach, noch ein Remake. Oh, Brothers wollte ich immer mal spielen. Hab's natürlich auch, das Original. Gut, sie wollen nur 16 Euro dafür haben. Gucken wir uns noch einmal den Trailer an. Oh Mann, meine Nase bringt mich um. Immer Avantgarden. Immer dann, wenn ich auf das Live-Bild sehe, das heißt, es kommt deutlich später als... Ja, und mich da an der Nase kratzen sehe, habe ich gerade schon wieder Lust. Okay. Hat jemand von euch... Gut, also Zyklon ja eher nicht, aber... Hast du Brothers, A Tale of Two Sons gespielt? Das da hat mich jetzt gerade sehr an Dings erinnert, an Brumble. Das Ganze erinnert mich ein bisschen an Brumble. Ja, es ist ein Remake, genau. Das alte war schon irgendwie schön. Ich weiß nicht, ob das nötig war. Und die Fangemeinschaft sieht das genauso. Ausdrücklich bewertet ist für so einen Titel. Boah. Guck mal ganz kurz, was da. Ne? Ja, gut. Okay, die Leute bewerten tatsächlich das Gameplay und ja, das ist ein bisschen doof. Eben, ja, also sehe ich ähnlich, genau. So, dann machen wir nochmal kurz den Bildschirm aus, weil ich will was wissen. Und der Ravenger weiß, was ich wissen will und der Ravenger weiß es wahrscheinlich schon, aber ich will es ja selber wissen. Na, oh, da war was. Da muss ich kurz mal den Chat ausmachen für die letzten paar Minuten. Es ist nämlich ein Bundle rausgekommen. Ja gut, ist jetzt schon gekauft. Ist auch für 18,46 Euro, aber wenn... Oh ja. Oh Gott, Hilfe. Ja gut, ich muss es kaufen. TerraTech wollte ich unbedingt haben. Above Snakes auch. Allein für die beiden lohnt sich schon für mir. Die beiden ersten hier. Warte mal. Ja. Gut. Nee, dann. Das Hauptspieluniversum habe ich, bin ich ziemlich sicher. Warte. Was tue ich da? Ja, on Steam. Warum gehe ich diesen Umweg? Ja, das habe ich schon. Trailmakers. Gucken wir auch kurz mal. Habe ich auch schon, aber nicht die Deluxe-Edition. Okay, die Deluxe-Edition ist fett. Weil die würde mich jetzt, obwohl ich das Hauptspiel schon habe, 45,62 Euro kosten. Gut, also auch nochmal Grund. TerraTech brauche ich nicht zu gucken. Was ist denn nochmal Necesse? Necesse? Nee. Necesse habe ich auch nicht, zumindest mal nicht hier. Open World Survival Craft. Okay, könnte gut sein. From the Death habe ich ziemlich sicher. Ja, habe ich. Ist das eine besondere Edition? Nein. Und My Little Universe?
Habe ich noch nicht. Sieht okay aus. Gut. Also, ich muss es leider kaufen, auch wenn 18,46 Euro für ein Bundle schon heftig ist, aber allein schon für Above Snakes, das ja auf der Wunschliste ist. Und Terratech habe ich vor kurzem nochmal gesagt und da halt eben das richtig teure, dicke DLC noch mit dabei ist. Jo, dann muss das wohl sein, ne? Gut, egal. Dazu mache ich einen eigenen Bundle-Test. Mache ich wohl am Freitag. Am Freitag habe ich frei. Nicht live, lade ich dann hoch. Und jo. Ansonsten sind wir für heute fertig, ne? Also allein schon für das Bundle hat sich das echt gelohnt. Und ich sag, es wäre nett, wenn ihr das hier machen würdet. Und wie ich auch immer unten drunter verlinke, kommt doch mal live vorbei. Ja, unten drunter in der Beschreibung ist da der Link zu dem Twitch-Stream, den wir jetzt live machen, wo auch der Chat, den ich jetzt ausgeblendet habe, entsteht jedes Mal live bei Revengers Liste. Und ja, ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's auf jeden Fall gut und ciao.